Willkommen zum großen Saisonfinale. Ja, wir haben jetzt noch ein Länderspiel gegen Slowenien mit Deutschland, dann zwei Spiele noch mit dem BVB. Wir wollen ja den Totalschaden verhindern. Wir wollen in die Champions League. Wir stehen zumindest auf dem Euroleague-Platz, auf Platz 6, haben allerdings nur einen Punkt Rückstand auf Platz 3. Ich bin mir nicht sicher, ob Platz 4 ein Champions League-Quali-Platz ist. Wenn ja, wären wir punktgleich mit dem viertplatzierten Düsseldorf. Also mit dem viertplatzierten Düsseldorf sind wir sowieso punktgleich. Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen, möglichst noch Platz 2 erreichen. Dann haben wir 4 Punkte Rückstand, sind noch 2 Spiele. Wir spielen noch gegen den 14., gegen den 15. Da ist noch alles möglich. Wir wollen natürlich auch zur Weltmeisterschaft mit Deutschland. Da muss ich jetzt mal eben den Kader zusammenstellen. Möchte ich jetzt aber nicht wirklich so viel ändern. Ja, Dos Santos ist der Beste im linken Mittelfeld. Wie kann das denn sein? Wen hatte ich denn da bisher immer? Ich überhaupt keinen einzigen linken Mittelfeldspieler. Der Kader ist voll. Da sind allerdings einige Verletzte. Der Wilshere, der wird dann mal wieder rausgenommen. Stattdessen nehmen wir den Kastenhofer mit. Der Taferner ist verletzt. Dann kommt der Blair mal mit. Was ist eigentlich mit dem Gangnon? Den Gangnon ist auch dabei. Moore ist verletzt natürlich. Dann kommt stattdessen einfach mal der Rotarescu mit. Warum haben wir eigentlich keinen linken Mittelfeldspieler nominiert? Das kann ja auch nicht so sein. Sollten wir den Dos Santos doch mal mitnehmen? Der nächste Dortmunder kommt dann mit. Stattdessen nehmen wir dann irgendwen anders nicht mit. Tollefsen kommt dann nicht mit, dafür nehmen wir Dos Santos mit. So, die Vetternwirtschaft wird weiter fortgesetzt. Damit schwäche ich natürlich meinen Kader auch insofern, dass ich denen viel Stress zumute. Aber man kann auch viel lernen, es ist eine große Ehre. Und ich weiß gar nicht, ob das für Dos Santos das erste Länderspiel ist. So, habe ich die Leute auch unter meinen Fittichen. So, Pressing muss auch weiter geübt werden. Wir haben zumindest zuletzt häufig auch zu Null gespielt. Das muss lobend erwähnt werden. Ich werde dann wahrscheinlich jetzt den Torhüter auch nicht mehr wechseln. Stanisavljevic kommt dann nicht zu wirklich viel Spielzeit. Der Striso spielt auch nicht immer perfekt, aber ich möchte jetzt hier kein Risiko eingehen. So, der Schrenn hatte eine gute Saison. Allerdings ist er jetzt auch leider verletzt. Kann vorkommen, zum Glück keine schwere Verletzung, aber die Saison ist für ihn trotzdem gelaufen. Auch verletzt. Für ihn ist die Saison auch gelaufen. Aber Tahiri, wenn man ihn braucht, gerade im Schlussspurt, legt der Mann genau wieder los, genau wie im Vorher, wie die Feuerwehr, und kann jetzt tatsächlich auch noch Torschützenkönig werden. Gucken wir mal, ob er sich wenigstens den Titel holen kann. Haben wir wenigstens einen Titel. Aber uns winkt in der Jugendabteilung auch ein Doppeltitel. Die A- und die B-Jugend könnten deutscher Meister werden. Das wäre doch auch ein Trostpflaster. Ich lege großen Wert auf die Jugendarbeit. Das sieht man. Das soll auch so bleiben. Das wäre auch ein gutes Zeichen. Der Striso ist verdammt übermotiviert. Schaschenko ist übermotiviert. So, wir reden dann mal mit einigen anderen. Mit dem 4-4-2 hat es dann doch gut funktioniert, sodass wir das dann erstmal fortsetzen. Ja, Hemming wird noch ein einziges Heimspiel haben beim BVB. Und er wird uns dann verlassen. In Rente wird wohl hier niemand gehen. Überlege aber, vor allem, wenn wir jetzt uns nicht für die Champions oder Euroleague qualifizieren sollten, einige Spiele abzugeben. Mit einigen Spielern bin ich hier nicht so warm geworden. Und egal, wie die Saison ausgeht, eine Enttäuschung wird es auf jeden Fall gewesen sein. Man gewöhnt sich ja schnell ans Titelgewinn, fragt man den FC Bayern. Wir spielen gegen Slowenien. Gegen die Schweiz haben wir uns einmal blamiert. Dann wollen wir oder dürfen wir uns natürlich nicht nochmal blamieren. So, ich will den Jungs hier weiter ein bisschen was beibringen. Ein bisschen Abseitsfalle. Das sind Anti-Abseits-Falle. Das können wir nämlich alles nicht so wirklich gut. Pressing soll auch besser werden. Aber gegen Slowenien sollte ein Sieg wohl drin sein. Ein bisschen Zoom-Calls mit deutscher Mannschaft hier. Weil ich den Zappa auch ja persönlich hier dabei habe. So, Werner May, Bentley Krause ist wieder am Start. Der Co-Trainer darf mal bauen. Gnagnon, Dos Santos, Zappa und Ogbu. Das sind doch einige Bekannte hier. So, machen wir das. Auf der Bank unser Freund Gyamfi. Der muss als einziger, darf als einziger hier nicht mitspielen. So spielen wir gegen Slowenien. Ich denke, das sollte klappen. Ausverkaufte Opel Arena. 7000 Slowenen. Ich wusste gar nicht, dass es hier so eine große slowenische Community gibt. Dieter Bohlen tippt 5:1 auf uns. Los geht's. Eckball von links vor uns. Ein Fehltritt gegen die Schweiz. Da soll kein weiterer drauf folgen. Jetzt Rotarescu, aber Kawaina fängt den Ball sicher ab. Wir haben mit Dortmund gegen den HSV gesehen, dass man als Favorit Schwierigkeiten haben kann. Die Slowenen sind hier von vornherein auf Konter aus. Rotarescu, Ogbu entkommt die Licht, erreichte mal mit der Fußspitze und genau auf den Keeper. Und der packt sicher zu und haute mal in die Sturmspitze. Und da ist Van Pichowski mit einem Traumpass, wurde er geschickt.
Johansen stürmt raus und nimmt ihm den Ball vom Fuß. Ganz souverän gemacht. Zappa mit der Flanke in den Strafraum. Ein Abseits, aber der Linienrichter hebt die Fahne. Fehlentscheidung. Johansson sieht gelb nach umstrittenen Handspiels. Und hat sich verletzt. Muskelverhärtung, das ist in meinen Augen keine richtige Verletzung, aber er wird eine Woche ausfallen. Gut, dann nehmen wir ihn raus. Wir haben keinen Linksverteidiger hier mehr, das ist jetzt ein Problem. Kann Henderson das? Ist der beidfüßig? Wir hätten mehr Außenverteidiger mitnehmen sollen. Gut, dann geht der Henderson rein, dann geht er halt auf rechts außen. Eine Lücke haben wir sowieso irgendwo. Mut zur Lücke, dann wird der Dos Santos hier so ein bisschen zurückgezogen. 1-0, Borgstrand bringt uns in Führung. Henderson mit dem Assist. Wir führen 1-0. Ja, wir müssen uns auch hier die Siege erarbeiten. Hier gibt es kein Einzelgespräch. Alle spielen ordentlich. Macht konzentriert. Weiter so. Deutschland habe ich noch kein Länderspiel verloren. Ein paar Unentschieden gab es. Oder habe ich schon eins verloren? Ich glaube nicht. Rotaresco hat an den Fünfer gezogen. Freund und Feind verpassen. Eckball für Slowenien. Der Strauchler gegen die Schweiz hat gezeigt. Ja, Borgstrand mit dem 2-0. Ja, wir müssen die Gruppe gewinnen. Wir wollen hier nicht die WM-Qualifikation gefährden. So, aber sieht gut aus. Wenn Italien besiegt, das war schon eine Hausnummer. Jetzt gab einer Boxenball zur Ecke, auch wenn der Ball gar nicht aufs Tor gegangen wäre. Eckball von links. Zwei Tore Borgstrand, der empfiehlt sich hier für weitere Einsätze. Rotaresco, ich will ja auch nicht nur Westfalen hier aufstellen. Aber ein bisschen Wohlfühlfaktor brauche ich. Da kann ich den Jogi Löw auch nachvollziehen, dass er es gemacht hat. Auch wenn ich natürlich... Ah! Auch wenn meine Sympathien natürlich mit anderen Regionen in Deutschland verbunden sind. So, ich wechsle dann mal, bringe mal Lemmel für Ogbu. Taktische Gründe. Und wir stellen die Formation um. Nandon sieht kein Durchkommen. Der Veteran hier, er ist mir erhalten geblieben, auch wenn wir ihn nach Kopenhagen verkauft haben. Lemmel, der Ball geht ins Aus. So, dann kommt jetzt mal Gempfi für Zappa. Jetzt haben wir dreimal gewechselt. Levin gegen Nandon. Wir führen 2-0, wir haben ein klares Chancenplus. Nandon gewinnt den Zweikampf. Hier dürfte auch nichts mehr anbrennen, oder? Gibt es jetzt hier noch einen Anschlusstreffer? Oder gibt es die Entscheidung mit dem 3-0? Rotaresco gegen Segman. Er geht Richtung Strafraum, bringt den Ball an der Strafraum-Ecke unter Kontrolle. Wird von Suika bedrängt, setzt sich energisch durch. Wunderbare Flanke in den Strafraum, in den 5-Meter-Raum. Gampi segelt vorbei, Kawainer pflückt den Ball locker runter. Und wir gewinnen 2-0, souverän. Der Drops war gelutscht. Borgstrand mit 2 Toren. Bester Spieler, Spielkontinuität 4, 53% Quote bei Sky, bei Sport 1. Das andere Sky, England 3-0 gegen Ungarn, Polen 0-0 gegen Frankreich, Rumänien 0-5 gegen Italien, Spanien gewinnt 2-0 gegen Bulgarien, Schweiz verliert 1-2 gegen Island, Rumänien verliert 0-5 gegen Italien. Wir haben 13 Punkte, Italien hat 12 Punkte, Slowenien 9, Rumänien 6, Island 3, Schweiz 1. Warum nicht den Punkt bloß her? Belgien verliert 0-1 gegen Norwegen, Österreich spielt 1-1 gegen Wales, Spanien ist Gruppenerster, perfekte Bilanz. Portugal 1-1 gegen Kroatien, Zypern 0-0 gegen Finnland, Niederlande 1-1 gegen Schottland, Niederlande ist Gruppenerster auf Platz 2, Zypern. Griechenland 0-0 gegen Bosnien, Polen 0-0 gegen Frankreich, Griechenland 3 Punkte Platz 5, England Platz 1, Frankreich Platz 2. Das ist auch eine harte Gruppe mit den beiden. Aber gut, bei uns ist auch Italien und Deutschland in einer Gruppe. Russland verliert 1-2 gegen Malta, Ukraine gewinnt 1-0 gegen Nordirland, Türkei 1-1 gegen Dänemark, Ukraine Gruppenerster, Russland auf 2. Schweden 1-2 gegen Israel, Luxemburg 2-1 gegen Serbien, Slowakei 2-0 gegen Tschechien. Slowakei auf Platz 1, Israel auf 2. So. Dann müssen wir jetzt unbedingt, ja, das war jetzt ein gelungenes Intermezzo hier mit Deutschland. Hemming hat sich an der Börse heftig verspekuliert. Ja, das ist der Frankfurter Einfluss. Der Mann geht nach Frankfurt und fängt direkt an, dubiose Finanzgeschäfte zu machen. Seine schönen Aktien sind mittlerweile nicht mehr das Papier wert, auf das sie gedruckt sind. Eieieiei, was machst du denn hier? Bleib doch lieber hier, bleib. Komm, wir lösen auch den Vertrag mit Frankfurt auf. Nein, können wir nicht. Hat er sich ganz schön verzockt. Ich hoffe, er hat Immobilien. So, gegen Mainz. Wir müssen jetzt die Saison würdig beenden. Dafür brauchen wir noch 2 Siege aus den letzten beiden Spielen. Wir spielen jetzt gegen Mainz und spielen mit dem 4-4-2. Ich glaube nicht, dass ich hier was ändern sollte. Ich gebe dem jungen Frimpong mal die Chance auf der Bank. Und Ulrikis soll jetzt auch nicht völlig außen vor sein. Ich möchte den Hemming jetzt aber auch nicht aussortieren nach so einem Erlebnis.
Ah nein, komm, ich nehme den Hemming noch zum letzten Heimspiel mit. Jetzt soll er sich ablenken, aber bitte nicht zocken online. So, wir spielen gegen Mainz. 24.000 in der Opel Arena, waren wir doch gerade erst. Fast 4.000 Dortmunder. Konnte ich eigentlich hier bleiben. So, Sebastian Vettel 1-2. Tippt er auf uns. Wir brauchen unbedingt 3 Punkte. Los geht's. Auswärts haben wir ja zuletzt gut gespielt. Außer im letzten Heimspiel, im letzten Auswärtsspiel gegen den HSV. So. Können wir auch mal wieder zu Null spielen. Haben wir so oft gemacht in den letzten Wochen. Simon jetzt gegen Winsheimer. Der geht entschlossen dazwischen. Für Mainz ist natürlich noch Abstiegskampf pur. Winsheimer sieht nach einem umstrittenen Handspiel die gelbe Karte. Indirekter Freistoß für uns. Wir sind meist in der ersten Halbzeit schlecht. 18 Meter Torentfernung. Steiner, Simon mit der Flanke in den Strafraum. Tyree möchte ja auch noch Torschützenkönig werden. Der Ball bleibt in der Mauer. Ein Glattrot für Steiner nach einer Tätigkeit. Ja, so kennt man den Steiner. Jetzt hat er uns einen Bärendienst erwiesen. Dann geht Sissoko raus und für ihn kommt Ulrikis. Wir haben jetzt einen Mann weniger. Spielen dann mit Viererkette und mit massiv erhöhtem Einsatz. Und die offensive Ausrichtung hätten wir sowieso rausnehmen sollen. Oh, Glattrot auch noch. Meine Güte. Riesendienst erwiesen. Wir haben keine Torchance gehabt. Remis wäre zu wenig. Nicht, dass hier unser Champions League Traum platzt. Leute, Leute, Leute. Jetzt in Unterzahl schwierig. Tschaschenko nimmt den Ball mit der Hacke, dringt in den Strafraum ein. Schießt und souverän. Und Klima Klaus da pariert. Einwurf Dos Santos. Ein Punkt will schon auf Platz 3. Zurück auf Dos Santos. Scharfe, flache Hereingabe an die 5-Meter-Linie. Das könnte gefährlich werden. Sunday. Bloody Sunday haut den Ball weg. Eckball von der linken Seite für uns. Simon haut den Ball hart nach innen. Da ist Dos Santos. Er steigt hoch und setzt sich gegen Oemerson durch und kommt zum Kopfball. Und der Ball ist drin. Wir gehen in Unterzahl hier in Führung. Wunderbar gemacht. 4. Saisontor. Daniel auf Daniel. Nochmal Daniel. Dos Santos hier mit dem Doppelpack. 2 Tore in einer Minute. Mia sieht gelb. In Unterzahl führen wir jetzt jedoch. Ich kann die Champions League riechen. So. Mihai hat schon gelb, wie ihn kommt. Jetzt haben wir keinen Innenverteidiger auf der Bank. Dann lasse ich ihn doch erstmal drin. Für Ogbu kommt Filopoto. Puh, kommen ganz schön ins Schwitzen hier. So, Antonsson. Aber es sind noch 20 Minuten zu spielen. Wir stehen aktuell auf Platz 3. So hoch waren wir, glaube ich, in dieser Saison noch gar nicht. Abseits an den Linienrichter lässt die Fahne unten. Evans gegen Latteinen. 2 Punkte Rückstand auf Platz 2. Tolle Ablager von Lotti, der haut drauf. Der Ball ist drin, jetzt wird es nochmal eng. Anschlusstreffer Mainz hier. Und Jäcker, die wollen nochmal... Warum spielen wir denn immer offensiv? Ich habe doch gesagt, nehmt die offensive Ausrichtung raus. Aber gut, es hat uns zu 2 Toren geführt. Aber es wird jetzt noch ein richtiges Gezittere. Wir wechseln nochmal defensiv. Ich bringe nochmal... Dötsch. Ich kann den Tahiri nicht rausnehmen, gerade wenn es für ihn um alles geht. Dann müssen wir doch anders wechseln. Dann kommt Schawad für Zappa. Und wir spielen aber dennoch jetzt ganz vorsichtig. Und das noch über die Zeit. Nochmal die Mainzer. Jetzt nicht hier 2 Punkte liegen lassen. Da Lotti mit der Flanke in den Strafraum anfreundet und feind auf die andere Seite. Wir würden auf Platz 3 klettern. Hätten ausgeglichene Tordifferenz. Evans jetzt hier mit der scharfen Flanke in den Strafraum. Da ist der Ball im Seitenhaus. So ist Schiri, pipe up. Leute, 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 pipe up. Ja, wir gewinnen. Wir gewinnen gegen Mainz in Unterzahl. Steiner in der 36. Minute glattrot gesehen. Dann ein Doppelpunch von Dos Santos. 517.000 Euro Prämie gezahlt und wir sind auf dem besten Weg in die Champions League. Wer hätte das doch vor einigen Wochen gedacht? Dos Santos, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 4 gegen so. Und wir klettern von 6 auf 3. Ich glaube, da so hoch standen wir noch nicht. Torverhältnis von 50 zu 50. 25 zu 25 zu Hause, 25 zu 25 auswärts. Bei uns kann man sich ausrechnen, was man bekommt. Mainz verliert gegen uns 1 zu 2. Mainz in akuter Abstiegsgefahr. Leipzig ist abgestiegen, verliert 0 zu 1 gegen Würzburg. Freiburg, die stehen noch vor uns. Die spielen 0-0 gegen Rostock. Die könnten wir noch überholen. Die haben 2 Punkte mehr als wir. Das Torverhältnis spricht für sie. Sie haben plus 11, wir haben 0. Aber... 2 Punkte Differenz kann man noch ausgleichen. Platz 3 ist zumindest auf jeden Fall ein Champions League Quali-Platz. Den können wir verteidigen. Das haben wir selbst in der Hand. Wir spielen gegen Wolfsburg. Die stehen auf Platz 13. Schalke verliert 0-1 gegen Bayern. Regensburg spielt 1-1 gegen Magdeburg. Der HSV spielt 1-1 gegen Heidenheim. Wolfsburg, unser kommender Gegner, die gewinnt 2-1 gegen den deutschen Meister Union Berlin. Fortuna Düsseldorf verliert 1-4 gegen Hoffenheim. Und Kaiserslautern verliert 0-2 gegen Dresden. Dresden hat 47. Hoffenheim hat 46, Magdeburg hat 46, Bayern hat 46, Schalke hat 46. Wir können auch noch ganz tief fallen. Wir haben nur 3 Punkte mehr als der Tabellenelfte. Es kann auch ganz schön tief gehen. Hoffenheim hat ein deutlich besseres Torverhältnis als wir. Fast alle anderen haben ein besseres Torverhältnis als wir. Aber wir haben es mit einem eigenen Sieg selbst in der Hand. Wenn wir gegen Wolfsburg gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall in der Champions League Qualifikation. Leipzig ist abgestiegen. Der HSV hat 34, Heidenheim hat 35 und Mainz hat 36. Alle anderen sind safe. Die drei Clubs machen es unter sich aus. Und von den Leipzigern verabschieden wir uns. Tyri hat ein Tor Rückstand auf Dinuba. Da kann er sich auch noch den Titel zum dritten Mal in Folge holen.
Tahiri und Simon in der Top 10. Der Scorerliste in der 11 des Tages Dos Santos. Der hat uns hier ganz wichtige 3 Punkte eingebracht. Ich werde mal wieder befördert, zum ersten Mal seit langer Zeit. Und es ist natürlich auch völlig berechtigt. Gampi wird umworben. Möchte uns jemand stören? So, der dritte gegen den 13. In den Gefilden der Tabelle standen wir auch vor einiger Zeit. So, in der zweiten Liga. Gladbach ist aufgestiegen, Augsburg ist aufgestiegen, Bielefeld ist auch aufgestiegen. Ja, Glückwunsch an alle, da ist alles klar. Im Abstiegskampf ist noch nicht alles klar. Darmstadt und Meppen sind abgestiegen. Berlin 36, Braunschweig 36, Bremen 37, Sandhausen 39. Alle anderen sind safe. Regionalliga Nord. Aufgestiegen ist Leverkusen. Zwickau fightet noch gegen den 1. FC Köln und Oberhausen. Im Abstiegskampf ist alles entschieden. Bremen 2 abgestiegen, Osnabrück abgestiegen. Ist Osnabrück nicht im DFB-Pokalfinale? Das wäre es ja, wenn die als Amateurmannschaft nächstes Jahr international spielen. Oder war das wer anders? So, Lok Leipzig und BFC Dynamo sind auch abgestiegen. Regionalliga Süd, Wiesbaden 60. Bayern 2 dazwischen, Karlsruhe 58. 1860, 56. Also Wiesbaden ist aufgestiegen. Karlsruhe fällt noch gegen 1860. Und Memmingen abgestiegen sind. Und Haching, Eichstätt und Aalen. Schweinfurt fightet noch gegen Schalding-Heining. Was macht unsere Jugend? Holen wir da wenigstens Meisterschalen. Die A-Jugend, 3 Punkte Vorsprung. Die dürfen auch noch nicht ganz durch sein. Die haben nämlich noch 5-2 gegen Freiburg verloren. Ausgerechnet Freiburg ist ja Konkurrent. Das ist ja wie bei den ganz Großen. Bei uns ist es ähnlich. Nur, dass es hier nicht um den Titel geht. Die B-Jugend hat 4-5 gegen Greuther Fürth. Was sind das hier für torreiche Spiele? 4-5 gegen Fürth gewonnen. Damit dürfte die Deutscher Meister sein. Ich denke mal, dass hier noch ein Spiel ist. Schon mal Glückwunsch, falls das der Titel ist. Die C-Jugend muss noch um den Klassenerhalt zittern. Die spielen 2-2 gegen Kiel. Die haben 37 Punkte, Frankfurt hat 35. Könnte der Abstieg noch erfolgen? Sieht gut aus, dass wir hier mindestens eine Jugendmeisterschale holen. Ich muss jetzt erstmal den Schrenn besuchen. Verbandsgericht steht an. Giampi wird umworben. Wir müssen uns natürlich eigentlich auch noch transfertechnisch bemühen, aber wir müssen jetzt erstmal die Champions League eintüten. So, das letzte Heimspiel, der letzte Auftritt von Hemming. Ich werde ihm dann nochmal die Chance geben, im Kader zu stehen. Dann nochmal 538.000 Euro verloren. So, mit Deutschland gewonnen. Gegen Mainz gewonnen. Jetzt gegen Wolfsburg wollen wir wenigstens die Champions League Quali eintüten und dann eine, ja, weitestgehend misslungene Saison noch einigermaßen retten. Auch ein bisschen Schminke auftragen. Put Lipstick on a pig, wie man so schön sagt. So. Das denke ich mir auch manchmal, wenn ich manche Frauen in der Diskussion hopp. So. So, Torschuss und Torwarttraining. Ich bin ja nicht mehr so oft auf der Piste in meinem biblischen Alter. So. Nur noch in ausgewählten Clubs. Glattrot für Steiner. Hat er sich dann auch nicht für weitere Einsätze. Für ihn ist die Saison dann wohl auch gelaufen. Ins Einzeltraining schicke ich einfach mal. Mal den Ulrikis. Sondertraining für den einen oder anderen. Können wir hier eine weitestgehend verkorkste Saison noch versöhnlich beenden? Ich habe den Leuten die Meisterfeier versprochen. In diesem Jahr haben wir aber keinen Grund, eine richtige zu machen. Eine Party gibt es dennoch, wenn wir hier in die Königsklasse einziehen. So, 7 Spielesperre. Einspruch, euer Ehren. Das ist viel zu viel, auch wenn es eine Prügelei gab. Freiburg, die möchten Unruhe. Und Wolfsburg möchte ja einen Schelm, wer Böses denkt. Freiburg, die von uns in der Liga bedrängt werden. Und Wolfsburg, gegen die wir spielen. Die sind rein zufällig hier beide an einem unserer Spieler interessiert. Die wollen doch nur Stunk machen. Er ist 34 Jahre alt. Ich wollte ja den Umbruch einordnen. Einleiten. Starten. Wir haben aber noch keinen Grund, ihn jetzt abzugeben. Ich höre mir dennoch mal das Angebot an. Olaf Rebbe bietet 6,1 Millionen. Sollen wir den Giampi abgeben? Er würde mir ja auch in der Nationalmannschaft erhalten bleiben. So, Freiburg. Wir geben ihnen den Giampi und sie lassen uns in der Bundesliga auf Platz 2. Das wäre doch was hier. Der Mann ist 4,58 Millionen wert. Wertvoller wird er nicht. Und er ist schon 34 Jahre alt. Ich kann mit ihm ja noch zur WM fahren. Das ist hier ein gutes Angebot. Und den Umbruch möchte ich auch einleiten. Gucken wir mal. Oh, geben sie uns 8,5 Millionen Euro. Herr Rebbe, können wir uns da einig werden? Nein, werden wir uns nicht. Aber vielleicht möchte ich ihn auch noch behalten.
Wir sind ja hier nicht bei armen Leuten. Das war zwar ein gutes Angebot. Wir haben ja sowieso schon einiges an Umbruch eingeleitet. Er konzentriert sich weiter auf den Verein. Ich glaube, das war auch eher, wie gesagt, ein Ablenkungsmanöver. Die Wolfsburger haben ja auch gar nicht richtig mitgeredet. Wollten sich nur absprechen. Svanberg mit einem Muskelfaserriss. Auch der andere Keeper Stanisavljevic wird hier leider nicht mehr zum Einsatz kommen können. So, der Steiner ist erstmal lange gesperrt. Svanberg fällt 2 Wochen aus. Dann spielt Ulrikis von Beginn an. Der junge Van Buren kommt nochmal auf die Bank. Und Hemming mit seinem letzten Einsatz hier im Signal Iduna Park. Für Wolfsburg geht es auch. Da geht es um nichts mehr. Die haben den Klassenerhalt schon sicher. Obwohl Wolfsburg hat nur 4 Punkte weniger als wir. Die können uns nicht einholen. Die könnten aber auch noch gewaltig klettern. Die wollen vielleicht auch noch auf den UI-Cup schielen. Die wollen einen Rekord aufstellen für den größten Tabellensprung am letzten Spieltag. So, ich habe vergessen, Sondersiegprämien auszuschütten. Da gibt es jetzt nochmal 16.000 Euro, weil das ja die Champions League bedeuten würde. Wir zahlen das jetzt einfach mal. Ich sag mal nichts. Ausverkaufter Signal, die Iduna Park, 2.500 Wolfsburger. Ordentlicher Platzzustand. Dirk Nowitzki, Tipp 3-1. Wenn wir gewinnen, sind wir zumindest in der Champions League Quali. Können vielleicht auch noch Platz 2 erreichen. So, und Tahiri kann auch Torschützenkönig werden. Das wollen wir nicht vergessen. Da muss er mindestens ein Tor schießen. Gelbe Karte für Bertheim wegen Meckerns. Hier passiert nicht viel. Und Tahiri, ja, da ist das Tor. Da bringt er uns in Front. Simon mit der Vorlage. Damit wären wir sicher in der Champions League Qualifikation zumindest. Sissoko gegen Klonarides. Und Tahiri, ja, wir müssen gucken, wie viele Tore der andere Kollege da schießt. Der spielt, glaube ich, bei Union Berlin. Oh, kurzer Pass. Atlas und geht dazwischen. Spielt direkt in die Spitze. Ulrikes kann den Ball ungestört. Ah, nee, Ulrikes kann den Ball irgendwie abnehmen. Keine Ahnung, was da los war. Tahiri dribbelt nach links. Wird der hier auf den letzten Drücker noch Torschützenkönig? Hätten wir zumindest noch einen individuellen Titel obendrauf gepackt. Ulrikes gegen Procha. Geht an ihm vorbei. Läuft mit dem Ball auf die linke Seite hinaus. Schlägt den Ball weit Richtung rechte Strafraumecke. Sissoko gegen Atlasson. Der Sissoko ist eine der Überraschungen der Saison. Jetzt auf Zappa. Atlasson kommt mit der Fußspitze noch an den Ball. Und wir führen 1-0. Haben wir in der ersten Halbzeit gewonnen. Es bleibt eng. Tahiri mit seinem ehrenwerten Schlussspurt hier. Wir sagen, konzentriert weiter so. Wir wissen, dass wir tief fallen können in der Tabelle. So, 61. Minute. Ich wechsle, ich bringe. Soll der Hemming nochmal zum Einsatz kommen? Ich warte nochmal mit Wechseln. Tahiri mit dem zweiten Mal. Jetzt könnte er sogar alleiniger Torschützenkönig werden. Ich weiß ja nicht, wie viele Tore der andere Kollege und heute schießt. Simon zieht ab. Unterkante der Latte und der Ball prallt ins Spielfeld zurück. Da schoss Dos Santos und das erneut an die Latte. Und Dos Santos hängt sich frustriert an den Hintertor-Kamerakran. Kann es nicht fassen. Ja. Puh, 2-0. 6-1 führen wir. Was passiert jetzt hier noch? Ich bringe für Zappa Schawat. Und für Sissoko. Ulrikes geht auf die 6 und Deutsch kommt für Sissoko. Können wir das Spiel gewinnen? Können wir den jungen Mann jetzt gleich nochmal einwechseln? Oder sollen wir den Hemming nochmal einwechseln? Dass er sich nochmal seinen Applaus abholen kann. Schaschenko startet aktuell, stehen wir auf Platz 2. Gegen Wan-Bissaka. Doppelpass mit Schaschenko. Nimmt den Ball mit, dribbelt nach rechts. Bringt den Ball unter Kontrolle. Legt vor allem Strafraum quer. Schaschenko nimmt den Ball mit. Versucht zu schießen. Camacho wehrt den Ball nach außen ab. Keiner setzt richtig nach. Der Ball trullt zur Ecke. Es sieht tatsächlich nach Platz 2 auf den letzten Drücker aus. Wenn jetzt Freiburg, wie steht es? Freiburg liegt 2-0 hinten. Stand jetzt, das wäre die Champions League und das wäre wahrscheinlich sogar die Torschützen. Torjägerkanone für Tahiri. Jetzt nochmal Simon, der puppelt in der Nase. Schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Camacho kommt raus und faustet den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone. Baxmann hat freie Schussball, nicht, dass jetzt die nochmal rankommen. Souverän pariert von Striese. Gewinnen wir nochmal zu 0. Der Hemming kommt zu seinem allerletzten Einsatz im Signal Iduna Park. Kommt nochmal für den gelb vorbewahrten verwarnten Wetter. Wir gewinnen mit 2-0 und beenden die Saison dann doch noch auf Platz 2. Dann haben wir zumindest ja, den FC Schalke. Oh, Gold, wir freuen uns wie die Schneekönige über Platz 2. Wir standen vor wenigen Wochen noch auf Platz 12 und oder 11 und haben jetzt dann doch noch die direkte Champions League Qualifikation eingetütet. Unter Druck entstehen Diamanten und das haben wir schon öfters gezeigt. Union Berlin gewinnt die deutsche Meisterschaft. Newcastle gewinnt die Meisterschaft Dijon. Meisterschaft Cagliari Calcio. Athletic Bilbao. So.
Und Tahiri, ist er jetzt Torschützenkönig geworden? 2,62 Millionen Euro eingenommen, 958.000 Prämie gezahlt. Tahiri, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 4. Ging so, wir gucken mal. Tahiri ist tatsächlich Torschützenkönig, auch alleiniger Torschützenkönig geworden, zum dritten Mal in Serie. Der Mann ist eine Ikone, gewinnt hier den sogenannten Juri Campos Award. Dean Huber kann es nicht glauben. Und wir beenden die Saison auf Platz 2. So, jetzt mal richtig Party machen. Lass mal den Torkran heile. So, Union Berlin mit einem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf. Würzburg 2:0 gegen den HSV. Magdeburg gewinnt 2:1 gegen Freiburg. Bayern verliert 1:2 gegen Leipzig. Heidenheim gewinnt 1:0 gegen Kaiserslautern. Dresden gewinnt 2:0 gegen Mainz. Wir gewinnen 2:0 gegen Wolfsburg. Rostock gewinnt 2:0 gegen Regensburg. Hoffenheim gewinnt 4:2 gegen Schalke. Ja, der Steiner, der ist schon wieder, der prügelt sich schon wieder mit irgendwelchen Leuten. Ich habe gesagt, lass die Sachen hier mal heilen. Lass die Leute mal in Ruhe. Und ich mache jetzt diesen Tisch hier kaputt vor Freude. Und ja, wir feiern jetzt nochmal richtig. Wir können noch, können es kaum noch richtig einordnen, was wir hier gemacht haben. Da wird ein bisschen positive Randale jetzt hier gemacht. Ich trinke einen Sekt vielleicht und mache auch mal die Flasche kaputt vor Freude. So. Und ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier noch sagen sollen. So, auf Platz 16 Mainz, auf Platz 17 HSV und auf Platz 18 Leipzig, die sind alle abgestiegen. Wir haben es dann doch noch geschafft. Es war keine tolle Saison, aber wir haben das Schlimmste verhindert. Und mit einer Tordifferenz von plus 2 hier auch Platz 2 geholt. 52 Tore, 50 Gegentore, 24 Punkte zu Hause, 27 Punkte auswärts. Union Berlin, klarer Meister geworden. Freiburg ärgert sich, muss in die Champions League Quali. Wir müssen nicht in die Champions League Quali. Wir bleiben in der Königsklasse. Das ist finanziell sehr wichtig und sieht doch auch am Ende deutlich freundlicher aus jetzt. Dresden auf 4, Hoffenheim auf 5, Magdeburg auf 6, Würzburg auf 7, Düsseldorf auf 8, Bayern auf 9, Schalke auf 10. Rostock auf 11, Regensburg auf 12, Kaiserslautern auf 13, Wolfsburg auf 14, Heidenheim auf 15, Mainz auf 16, HSV auf 17 und Leipzig auf 18. So, aber wir haben nur 7 Punkte mehr als der Tabellen-14., nur 3 Punkte mehr als der Tabellen-7. Es ist eng geblieben, einige sind da noch hin und her gereicht worden, weil so extreme Bewegungen gab es jetzt gar nicht mehr in der Tabelle. Zumindest jetzt hier am letzten Spieltag und der Tahiri hat tatsächlich noch den Titel gewonnen. In der Scorerliste kann sich Dean Huber wenigstens über den Titel freuen. Da war Tahiri auf 6, Simon auf 7. 21 Punkte Tahiri, 5 Torvorlagen. Simon mit 16 Vorlagen, 3 eigenen Toren. Mit 16 Vorlagen ist Simon die Nummer 1 der Liga. In der 11. des Tages Striso, Vertainen, Schaschenko und Tahiri. Er hat das bestbesuchte Stadion. Tahiri Torschützenkönig, Djurdjic, Guitane, Osbold, Adenji, Goro Sabe, Strand, Hühler. So, wir können uns nochmal richtig freuen. Und haben damit ja auch nochmal richtig dann ein Payday eingetütet. Champions League ist viel wert. Die Fans sehen mich immer noch als Gott. Und auch das Präsidium ist wieder zufrieden. Ich habe ja auch noch Vertrag bis Ende 2088. Mit Deutschland sieht es gut aus in der WM-Qualifikation. Haben wir denn da eigentlich noch einen Termin? In diesem Jahr glaube ich nicht. Da geht es dann im nächsten Jahr weiter. Und wir können sicher in der Champions League wieder dabei sein. Da haben wir dann Gegner hier wie... Ja, Newcastle, Wolverhampton, Dijon, Lille, Cagliari Calcio, Hellas Verona, Athletic Bilbao, Atletico Madrid. In den anderen Ligen, Regionalliga Süd, aufgestiegen Wien, Wiesbaden und Karlsruhe, abgestiegen Schalding, Heining, Unterhaching, Eichstätt, Aalen. Regionalliga Nord, aufgestiegen Leverkusen, Zwickau, abgestiegen Bremen 2, Osnabrück, Lok, Leipzig, BFC Dynamo. Zweite Liga, Gladbach, Augsburg, Bielefeld, aufgestiegen, die kommen zu uns. Berliner AK, Braunschweig, Darmstadt, Meppen, abgestiegen. Was hat jetzt unsere Jugendabteilung gemacht? Die A-Jugend hat den Titel geholt. Da haben wir eine Meisterschale. Wir haben nochmal hier 2:2 gegen Osnabrück gespielt. Die B-Jugend. Auch die Meisterschale. Da haben wir zumindest 2 Titel geholt. Da können wir uns doch zumindest über einige Titel freuen. 2 Jugendmeisterschalen. Tahiri Torschützenkönig. Und wir sind in der Champions League. Das sieht dann doch unterm Strich alles gar nicht mehr so schlimm aus. So, und die C-Jugend ist leider abgestiegen. Das ist dann natürlich ein Dämpfer. Die C-Jugend geht leider in die zweite Liga. Das ist für unsere Jugendentwicklung nicht gut. Muss man leider so sehen. So, wir haben hier noch ein Stürmertalent, den Ritz, den werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr erst hochziehen. Wir haben in der Saison auch finanziellen Erfolg gefeiert, über 20 Millionen Euro eingenommen und das, obwohl wir über 20 Millionen für Immobilien ausgegeben haben, haben über 62 Millionen auf der hohen Kante. Der Umbruch wird weiter fortgeführt, aber peu à peu, einen Schritt nach dem anderen. Der Totalausfall ist uns erspart geblieben, deswegen brauchen wir jetzt auch keinen totalen Neuaufbau. Dennoch wird es Änderungen geben und wir feiern jetzt erstmal noch ein bisschen und machen hier nochmal ein bisschen Randale. Aval und Remi Demi, bis zum nächsten Mal, ihr Ottmar Schulz, bye bye.